Gut, jetzt darf ich selber noch mal kurz. Ich hatte den meisten, oder sagen wir, die meisten hier im Raum hatten das vorhin schon mal gehört. Savit Media hat sich relativ lange ganz gut sozusagen entwickelt, ohne dass wir überhaupt irgendwie darüber nachgedacht haben, mit einem ERP-System zu arbeiten. Wir haben immer, wenn irgendwann müssen wir mal Angebote schreiben, haben wir eine Software gekauft, mit der man Angebote und Auftragsbestätigungen schreiben konnte. Und dann haben wir die irgendwann mal durch eine Websoftware ausgetauscht, die auch eine API hatte. Und dann mussten wir Support machen, dann haben wir ein Support-Tool gekauft. Und dann mussten wir irgendwie Kundendaten speichern, haben wir ein anderes Tool gekauft. Und irgendwann hatten wir einen ganzen Zoo an Sachen. Und davon will ich noch ein bisschen erzählen. Wir haben dann irgendwann gedacht, okay, wir brauchen jetzt ein Tool. Und das sind so die üblichen Verdächtigen Salesforce und SAP, die wir angeschaut haben. Der Michael steht hinten, der hatte ganz viel am Anfang recherchiert für uns. Was kann man denn da so machen? Was ist denn gut an SAP? Was ist gut an Salesforce? Und irgendwann kam der dann mit diesem ERP Next-Ding um die Ecke. Und also vielleicht so ganz kurz zum Hintergrund, kann ich gleich nochmal erzählen. Ich erzähle gleich noch was zum Hintergrund von Savit Media. Jedenfalls gab es ganz viele, die sagten, nee, das kann nichts sein, das kostet ja auch nichts. Das muss schon was kosten, damit das auch eine gewisse Qualität hat. Und da müssen wir auch verlassen drauf können. Wir sind ja große Unternehmen und dann müssen wir sozusagen was kaufen, was auch sozusagen Bestand hat, auch morgen noch funktioniert. Wir sind trotzdem bei ERP Next gelandet. Ich habe mal hier versucht, 5 Gründe aufzuschreiben, woran das liegt. Wir haben hier so einen Werbebanner die ganze Zeit aufgestellt, machen ganz viel so mit Confluence. Atlassian Confluence ist großartig für unstrukturierte Daten. Wenn ihr einfach so überall so Word-Dateien rumfliegen habt und wollt irgendwie besser organisieren, super Software. Wir haben nur bei uns nie irgendwas gehabt, was strukturierte Daten generierte, die wir auch auswerten können, wo alles mit allem spricht, wie ich gelernt habe. Und das ist etwas, was wir in ERP Next glauben zu finden, dass wir nicht nur Rechnungen, Angebote, Kundeninformationen, sondern jeden Mist sozusagen, den wir im Unternehmen machen, auch der Dominik hat uns Rechner, Lizenzen, Dinge, die, an die man vielleicht nicht so denkt, wenn man über sein Unternehmen nachdenkt, aber die halt trotzdem total wichtig sind und die man vielleicht auch aus rechtlichen Gründen oder einhalten will. All die können da sehr leicht, wie er auch sehr schön dargelegt hat, in diesen Oberflächen angepasst werden. Und selbst ich, der keine Ahnung von Programmieren hat, kann das machen. Das ist schon was, wo der Micha es relativ leicht hatte, mich am Anfang für zu begeistern, zu sagen, guck mal, die ganzen Teams, wir sind doch hier total so auf Augenhöhe und Eigenständigkeit, Autarkie in den Teams bedacht. Die können ja selber, die können ihre eigenen Doc-Types bauen. Die können ihren eigenen strukturierten Datenkram da organisieren und der hängt dann auch noch an den Kunden dran und an den Projekten und an den Rechnungen und allem. Das ist super. Sehr leicht anpassbar, ich brauche nicht Programmierer zu sein. Die Programmierer finden anschließend, ach, jetzt hat dieses Team, die haben ja von Programmieren keine Ahnung, da ganz viele Doc-Types gebaut und die sind halt sofort als API verfügbar. Ich kann das sofort abfragen, ich kann da Auswertungen drüber generieren. Ich bin überhaupt nicht angewiesen darauf, dass ERP Next mir jetzt irgendeinen Report anbietet oder irgendein Python-Entwickler da in ERP Next irgendwas zusammendengeln kann. Ich hatte vorhin das schon erzählt, wir haben 7 Entwickler, die mit dem Mario gemeinsam überlegen, was machen wir denn? Und die haben bisher noch keine einzige Zeile an dem ERP Next angepasst. Aber wir haben schon hunderte von Stunden investiert, um ERP Next sozusagen auf unsere Bedürfnisse zuzuschneiden. Und das haben wir alles über die API gemacht. Das war ein sehr wichtiger Punkt für uns. Ist viel günstiger als Salesforce. Das heißt, ich habe unheimlich viel Ressourcen auch. Ein Team mit unser dienstältester Entwickler ist in dem Team, die ERP Next aufbauen. Das ist eine verdammt große Investition, die wir als Unternehmen tätigen. So jemanden, den ich in jedem Projekt einsetzen könnte, der in jedem Projekt unheimlich viel Wert schaffen würde, der viel Geld verdienen könnte, da einzusauen, das ist halt auch, was, das kann ich nur dann machen, wenn ich halt nicht diese 200.000 Euro jedes Jahr an Salesforce zahle. Und es fehlt auch nichts. Und ich dachte, ach, das kann doch bestimmt auch nichts. Ich habe nichts gefunden. Also es gibt aus meiner Sicht für Savit Media nichts, was Salesforce mir jetzt angeboten hätte, auf das ich jetzt heute mit ERP Next verzichten müsste. Wo man sagen kann, naja, bis wir das programmiert haben, das dauert ja ewig.
Das war sozusagen nicht einfach identifizierbar, zu sagen, naja, aber können wir das. So, genau, da wollte ich eigentlich hin. Also wir sind 150 Leute, ziemlich viele technisch versierte Leute auch dabei, die selber programmieren können und die sich vermutlich nicht einfach damit zufrieden geben, dass wir denen eine Web-Oberfläche zur Verfügung stellen und sagen, naja, da könnt ihr drauf rumklicken. Das war es aber auch schon. Wir haben eine Unternehmenskultur, die sehr stark auf Mitmachen, auf Eigenständigkeit, also wie der Dominik hingehen und sagen, ja, sag mal, ab nächsten Dienstag nach Ostern, da geht's ja mal los und alle machen jetzt mal da mit, ansonsten seid ihr raus. Das geht bei uns nicht, ja. Also ich, das ist mehr so der Ponyhof, könnte man sagen. Das hat unheimlich viele Vorteile. Wir sind als Unternehmen sehr stark und auch sehr gesucht. Wir haben inzwischen einmal die Woche kommt jemand vorbei, die zahlen dafür, um eine Büroführung zu bekommen, weil das Arbeiten auf Augenhöhe etwas ist, was uns sehr viel Spaß macht, sehr viel Produktivität bringt und auch betriebswirtschaftlich sehr spannend ist. Also so Command and Control ist meines Erachtens was, was eher so gestrig ist, aber das, diese strukturierten Daten und dieses Command and Control sind halt sehr nah beieinander und das haben wir bisher vollkommen außer Acht gelassen. Und da ein System zu finden, mit dem wir das miteinander vereinen können, ist halt super spannend für uns gewesen. Und das finden wir in ERP Next, weil das so anpassbar ist auf unsere Bedürfnisse. Es gibt unheimlich viele unterschiedliche, das sind alles Teams, 150 Leute, die sind in diesen Teams organisiert, so irgendwas zwischen 3 und 9 Leuten pro Kreis. Wir versuchen sozusagen, hier außen ist der Markt mit den Kunden, mit Lieferanten und so weiter. Und da innen irgendwo sind sozusagen unwichtige Leute, die mit dem Markt nicht so viel zu tun haben. Und die Idee ist, all diesen Leuten tatsächlich eine Software zu geben, in der sie strukturierte Daten erfassen können. Und das Ganze vollständig transparent zu machen. Bei uns weiß jeder, wie viel die anderen verdienen. Bei uns weiß jeder, wie viel Geld wir mit welchem Projekt verdient haben. Bei uns weiß jeder, wie die BWA aussieht, wie viel Gewinn wir haben. Wir schütten 20% des Gewinns auch an die Mitarbeiter aus. Sämtliche Zahlen bei Cybit Media sind öffentlich. Und auch da ist sozusagen, da hast du dann so in diesem Salesforce, das kann ganz großartig irgendwelche Bonusse verteilen und du kriegst noch eine Provision obendrauf und scheiß drauf. Das kann im Jahr 2018 kein Mensch gebrauchen. Ich weiß, dass viele von euch bestimmt immer noch Bonis im Unternehmen haben. Sei euch auch vergönnt. Könnt ihr auch, glaube ich, in ERP Next. Rusha, doesn't ERP Next have some provisioning system for salespeople? I saw something in the documentation. Wie auch immer, nichts für uns. Ja? Also Transparenz ist uns total wichtig. Und eine Sache, die ich zeigen wollte, jetzt hat allerdings der Gunnar schon relativ viel gezeigt, deshalb versuche ich es mal ganz schnell zu machen, auch in Anbetracht meiner Zeit. Wie schnell wir heute ein Angebot erstellen können. Das ist jetzt hier unsere Software. Da kann ich jetzt hier sagen, New Quotation. Auch ich habe mich dazu entschlossen, die englische Oberfläche zu benutzen, weil die deutschen Übersetzungen teilweise ein bisschen zweitklassig sind. Jetzt wähle ich hier noch einen Kunden aus. Wenn ich viel Glück habe oder ein bisschen routiniert bin, dann weiß ich schon, wie meine sozusagen Nummer von meinem Produkt heißt. Bin ich aber nicht, deshalb wähle ich einfach das Erstbeste aus. Jetzt kann ich hier noch 1000 Sachen, da habe ich schon so komische Customizing, was für eine Telefonnummer soll da im Footer stehen und was für ein Titel soll da oben drauf und machen wir hier ERP Next rockt, soll jetzt hier meine Überschrift sein und dann kann ich hier noch eine andere Anrede anpassen und unser Bestellformular, das haben wir momentan noch auf Papier. Können die Leute dann so Sachen anklicken. Ist auch übrigens, wir kriegen fast alle Aufträge so zurück. Und jetzt habe ich hier meinen Workshop angeboten. Hier unten will ich jetzt noch irgendwie meine Sachen da, Bindefristen und so weiter drin haben. Klick auf Speichern. Eigentlich habe ich nichts gemacht. Ich habe einen Kunden ausgewählt und den Artikel. Zwei Sachen, speichern und dann kam da ein Angebot bei raus. Das sieht man auch so ganz schick, wenn man keine Fehlermeldung bekommt. Angucken kann. Und das im Übrigen, das hat, glaube ich, der Michael noch gar nicht gesehen, ziemlich genauso aussieht wie, oder vielleicht noch ein bisschen hübscher als ein Billomat-Angebot. War uns total wichtig, weil wir haben ja ein bestehendes System und wir haben vom Gunnar schon gehört, das ist immer schwer, die anzupassen. Also am besten versuchen wir mal so ähnlich zu bleiben wie vorher.
Kleinen Fehler haben wir da übrigens gemacht. Wir haben sozusagen bei der Erstellung der Angebotsvorlage nur unsere eigene Vorlage im Sinn gehabt und ein paar Sachen rauskonfiguriert, die in ERP Next schon besser gebaut waren als in der anderen Software. Zum Beispiel kann man in ERP Next einen Rabatt auf eine Position geben. Man kann einen Rabatt auf das gesamte Angebot netto oder auf den Bruttopreis geben. Kannten wir vorher nicht. Wir konnten nur, also wir haben immer eine eigene Position für einen Rabatt erstellt. Und jetzt können wir das alles nicht mehr ausweisen. Also wenn du jetzt einen Rabatt auf eine Position gibst, stimmt zwar die Summe unten, aber kein Mensch weiß, wie es zustande gekommen ist. Oder wenn du einen Gesamtrabatt gibst, dann steht der halt nirgendwo. Nur in der, auf einmal ändert sich dann halt die Summe unten. Ginge, wenn wir unser Template richtig gebaut hätten. Insofern, da haben wir heute relativ viel drüber gehört. Auch so dieses Customizing ist halt immer gefährlich, weil man da Fehler machen kann. Das ist ein bisschen unerfahren und dann muss man irgendwann halt sozusagen Lehrgeld zahlen, ein Stück zurückrudern. Aber wir haben ja schon ein schönes Angebot. Und glaubt mir, wir kriegen da schon PDF-Dokumente raus, die wir auch verschicken. Das ist tatsächlich live. Es war mir auch sehr wichtig, dass wir sehr schnell zu einem Punkt kommen, wo wir real mit dem System arbeiten. Und nicht irgendwer sagt, oh, ich habe da was zusammengeklickt, ist ganz super, interessiert euch zwar alle nicht. Und dann, wenn ihr es tatsächlich bearbeiten müsst, dann findet ihr es ziemlich doof. Sondern wir verschicken heute Angebot aus ERP Next. Die Leute dürfen immer noch Angebote aus Billomat verschicken, aber wir haben schon angefangen, sie zu jagen, sozusagen. Also du musst dich dann sozusagen so einem Rechtfertigungsdruck unterziehen und sagen, warum lebst du noch unterm Stein? Du könntest schon in der neuen Welt sein. Wie wäre es, wenn du aufwachen würdest? Funktioniert übrigens prima. Dann haben wir sozusagen das Kernproblem generell, was machen wir mit unserem Software zu? Und ich glaube, das hat der alle. Also selbst der Dominik hat da noch so einen Help Scout rumfliegen. Habe ich übrigens in meinen Software-Zoo gar nicht aufgenommen, war mir nicht wichtig genug. Das ist unser Software-Zoo. Wir haben Discourse als Forum öffentlich, was bei Frappe Discuss heißt. Wir haben G Suite natürlich, wo wir sozusagen Office von morgen machen. Wir haben öffentliche Wikis. Wir haben ein Intranet, das wir selber benutzen. Wir kommunizieren mit Frappe, mit Kunden, mit Partnern auf Telegram. Wir haben WordPress-Seiten, wo wir Blogs betreiben. Wir haben Intercom, wo wir Live-Chats machen. Wir haben Datev, Extranet, Bridge. Alles selber gebaut übrigens. Die roten Sachen sind sozusagen ganz böse. Schön allerdings leicht anzubinden an so ein bestehendes System. Gelb heißt, da müsste man schon irgendwas mit ERP Next machen. Grün heißt, schön, brauche ich eigentlich so gut wie nichts zu machen. Relativ wenig grün. Zumindest ist es sozusagen Sachen, die wir nicht angefasst haben bisher. Also hier geht es sozusagen auch darum, wie viele Anpassungen wir gemacht haben. Ein paar Sachen haben wir am Anfang jetzt gesagt, sozusagen Datev steht hier momentan, soll integriert werden. Was wir am Anfang machen werden, ist sozusagen Export, Import. Aber wir werden weiterhin unseren Jahresabschluss in Datev machen, weil der Steuerberater das so kann und der Wirtschaftsprüfer auch nur Datev kennt und ich einfach keinen Bock habe. Und das bringt auch keinen. Damit machen wir jetzt nicht mehr Geschäft, nur weil der Steuerberater auf einmal ERP Next gelernt hat. Was wir allerdings natürlich brauchen, ist sozusagen die Daten da rein. Weil ich will da nicht reingucken, wer von euch benutzt denn Datev? Mit diesem Dongle-Scheiß? So, den man da so, wir haben ja 5 Leute oder so bei uns. Von 150 Leuten konnten 5 Leute auf die Buchhaltung zugreifen. Weil man da nämlich so ein Windows-System mit so einem Dongle braucht. Und das ist ganz schrecklich, wird als Sicherheitsmaßnahme verkauft. Was für uns wichtig war, und ich glaube, wenn ihr jetzt plant, oder da draußen sozusagen plant, ERP Next selber zu nutzen, ihr braucht sozusagen aus meiner Sicht ein kleines Produktinkrement, mit dem ihr starten könnt. Es ist schön, wenn ihr, wie der Dominik es hinkriegt, sozusagen das Big Bang zu machen, aber er hat ja auch 3 oder 2 Jahre lang prokrastiniert. Ja? Also wir haben sozusagen 1,5 Monate gemacht und damit aber eine ganz kleine Sache gestartet, die auch, wie ich vorhin schon gesagt habe, man kann immer noch ein Billomaten-Angebot schreiben. Das heißt also so richtig vollständig sind wir da nicht, aber das funktioniert. Das war sozusagen auch bei vielen Sachen, die wir jetzt zukünftig planen, mir wichtig, dass wir relativ schnell an den Punkt kommen, wo wir im richtigen Leben die Software benutzen und nicht überlegen, wie wir das vielleicht in 3 Jahren machen könnten. Weil dann, wenn man im richtigen Leben anfängt, die Sachen zu benutzen, dann gibt es halt diese lästigen, ekligen Fehler, die jetzt sofort behoben werden müssen, weil der Kunde schon seit 3 Minuten darauf wartet und ich ihm zugesagt habe, dass er das kriegt. Und das kriegt man ansonsten halt nach 3 Jahren, was relativ spät ist.
Was wir mit Sicherheit dauerhaft auch machen werden, ist, also so, es gibt ganz viele so Quick Wins, also Sachen, die eigentlich schon da sind, die ich nur noch nicht gerafft habe. Und das ist auch eine große Hürde, um mal was Schlechtes über APNX zu sagen, ist, die Doku ist für einen Vollhonk wie mich für einen Arsch. Also du kannst das alles lesen, aber verstehen kannst du das nicht. Und die Videos, die da gebaut werden, der Rushab hat mir gezeigt, how he codes his videos in JavaScript and a framework. Das ist ganz prima, wenn man dann so ein Video automatisch generieren kann, aber angucken kann man das nicht. Deswegen war es mir auch so wichtig, dass wir ein paar Videos generieren, damit Leute mal 40 Minuten so von echten Menschen hören können, dass man das tatsächlich irgendwie hinkriegen kann. Und da, glaube ich, haben wir noch ganz viel Potenzial, wo wir, naja, wir machen keine Ausfahrlieferungen, aber es gibt ganz viele andere Sachen, die wir, glaube ich, mehr oder weniger 1:1 nutzen können, über die wir noch gar nicht nachgedacht haben. Und die Änderungen, die wir an der Angebotsvorlage machen, die kann ich jetzt schon nicht mehr sehen. Der nächste zum Meilenstein, ich hoffe, dass wir das dieses Jahr noch schaffen, ist Rechnungen schreiben. Das ist schon so ein bisschen verbindlicher, weil ich sozusagen mit dem Steuerberater abstimmen, muss ich an die Buchhaltung übergeben und so weiter. Das ist gerade dabei, wir verschicken die Rechnung, wir müssen unsere Rechnung noch per Post verschicken. Wer darf komplett, dürft ihr elektronisch verschicken, Dominik? Du kannst alles elektronisch verschicken, okay. Also wir haben über 70% der DAX-Konzerne, sind Kunden von uns. Und so einem Daimler schickst du einen Brief. Also kannst du mir die Rechnung in dem Mail schicken, aber die sagen dann, wenn du fragst, zahlt ihr die Rechnung auch irgendwann? Ja, wenn ihr mir einen Brief schickt. Dann haben wir so einen Dienst, der für uns die Sachen Ausdruck faltet, eintütet und so weiter. Muss man sich anbinden. Pixelletter heißt der. Und das wäre sozusagen so für uns der nächste Meilenstein, dass wir den Lizenzhandel, also wir handeln ganz viele Atlassian-Lizenzen, dass wir denen, der ist eigentlich schon voll automatisiert, das ist das, was rot als Bridge da stand, das hat das Team quasi früher gemacht, automatisierte Abwicklung, dass wir tausende von Transaktionen, die wir jedes Jahr durchführen, und diesen vollautomatischen Prozess sozusagen so umzustellen, dass er in APNX funktioniert, das wäre sozusagen sehr cool. Probiert's mal aus. Das wäre meine Hoffnung. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. So, ziemlich genau 9.20 Uhr. Vielen Dank, dass ihr so lange ausgehalten habt. Bleibt so lange noch hier, wie ihr wollt. Thanks for all the international guests who came for a long way. That's the end of the official part. And help yourself with drinks, food, take the rest with you. Get a free ticket for the parking lot. And try and keep on using APNX. Thanks a lot.